Regio TV Plus ist heute unterwegs an der Nauenstrasse 67 in Basel. Denn hier ist eine der Lokalitäten der Escape Rooms von Breakout Basel. Und ich darf heute mit dem Gründer und dem Inhaber reden, nämlich Alex Bammerlin. Hallo Alex, schön, dass ich heute bei dir sein. 2015 hast du Breakout Basel gegründet. Kurz, was hast du vorher gemacht und wie ist es zu dem hier gekommen? Das ist richtig. Vorher bin ich unterwegs gewesen, im KV, in der IT, im Team. Haben wir dort allerdings dann bei einer grossen Firma ein Burnout eingefangen. Und das Breakout ist das, was nachher schlussendlich dort raus entstanden ist. Wie hat das angefangen? Hast du einfach mal eine Räumlichkeit gemietet? Oder hast du dir zuerst ein Rätsel zusammensuchen? Wie hat der Prozess angefangen? Hey, zuerst mit sehr, sehr, sehr viel Kopf zu brechen. Wie geht so etwas überhaupt? Was wäre möglich? Wie wollen wir das überhaupt angehen? Und dann auch mit Glück. Ja, ich bin in die Location reingelaufen. Ich konnte mir etwas darunter vorstellen. Ich habe einen Vermieter gefunden, der dazu mal alles gefunden hat. Ja doch, das machen wir. Und so sind wir langsam gestartet. Und es sind unglaubliche 8,5 Jahre jetzt. Welchen Raum haben wir zuerst gebaut? Hast du da Leute zusammengestellt, die mit dir das zusammen kreiert? Also zuerst bin ich einfach mal angegangen und habe einfach ein paar Skizzen gemacht. Und dann bin ich bei Kollegen, Freunden an und habe gefunden, wer kann mir denn helfen, eine Holzwand zu stellen. Und so haben wir dann angefangen mit unserem berühmten Gefängnis Balkatrost. Das war früher noch hier innen. In der Zwischenzeit haben wir das hier abgebaut und ganz neu in der Steiner Dorstrasse 13 oberhalb vom Pickwick wieder aufgemacht. In einer neuen Variante, überarbeitet, neue Laufwerke, neue Rätsel, sodass das Programm und das Gefängnis weiter bestehen kann. Was mich jetzt gerade wundernimmt, was ist genau ein Escape Room? Vielleicht für Leute, die es noch nicht so kennen. Wie würdest du es beschreiben und was fasziniert dich an Escape Rooms? Was ist es? Ein Escape Room bedeutet, in einer kleinen, normalerweise kleinen Gruppe von bis zu 6 Leuten, geht man in einen abgeschlossenen Bereich hinein und weiss dort zuerst einmal nicht, was läuft. Es hat normalerweise einen Storyteil, aber grundsätzlich geht es mit Anlängen, Anschauen, Diskutieren, Sachen zu finden, um Lösungen zu erarbeiten, die einem dann Schlüssel aufmachen, Türen aufmachen und man so im Raum weiterkommt. Dort findet man neue Informationen und alles ein bisschen miteinander kombiniert, sollte es im Team ermöglichen, nach einer Stunde wieder auszubrechen. Geht aber nur, wenn man miteinander schwätzt. Hast du früher noch selber auch Escape Rooms besucht, damit du gefunden hast, hey, du willst das selber auch aufgleisen? Also das Escape Room so gibt es gar noch nicht so lange, sondern das ist erst etwas, das ungefähr 10 Jahre existiert. Also wir haben auch in Basel zu den Ersten gehört. Nicht ganz die Ersten, aber wir haben zu den Ersten gehört, die so etwas aufgemacht haben. Und ja, natürlich, bevor wir hier angefangen haben, bin ich gewesen, spielen, ich war in Luzern, gewesen, ich war in Hannover, gewesen, ich habe sogar einen Ausflug auf Amerika gemacht, um zu schauen, wie das dort läuft. Ihr habt ja die Location hier, aber ihr habt noch andere. Also was bietet ihr alles an? Jetzt ein bisschen zusammengefasst. Also in der Zwischenzeit bieten wir ganz viel an, außer das Escape Room. Selbstverständlich, mit denen sind wir gestartet. Wir machen auch Schnitzeljagden durch die ganze Stadt. Dort dann auch individuelle Sachen, also eigene Start- und Endpunkt zum Beispiel. Wir haben weitere Teammöglichkeiten, wo wir versuchen, mit unserem neuen Spiel, zum Beispiel eine Wettkampfsform, mit einer Escape Room Story und technische Gegebenheiten in eine Battle zu verwandeln. Und dort bauen wir auch noch Gameshow-Elemente rein. Und das gibt ein komplett neues Spielkonzept, das aber auf den gleichen Grundprinzipien aufbauen. Genau, das hat uns gerade der Remo vorher schnell gezeigt. Oben, das ist der ganz neue Raum, den ihr habt. Das heisst, da tun mehrere Teams gegeneinander antreten. Richtig. Und das Ziel ist dann tatsächlich, dass wir am Schluss von diesem Spiel auch eine Gewinnergruppe haben. Und so holen wir den kompetitiven Faktor, den man normalerweise im Escape Room über Zeit hat, mitten ins Spiel rein, was wirklich sehr faszinierend ist. Sehr viel Wand bedeckt mit ganz vielen Namen. Was hat es mit dem auf sich? Das sind unsere Gäste, die einen Escape Room gespielt haben in den letzten 8 Jahren in den Locations. Ganz am Anfang war das alles weiss und ich habe mich aufs Spiel konzentrieren und habe gefunden, es ist schade, wenn es weiss bleibt. Und so bin ich dann einfach da angegangen und habe ein paar Stiftführer genommen und habe gesagt, ihr dürft unterschreiben. Das hat dann
in die wunderschöne Kreativität geendet und hat öfters halt so Kopfzerbrechen geführt, wie die wir es jetzt machen, wie machen wir es jetzt. Aber es ist schön über die ganze Zeit gewachsen und es sieht faszinierend aus. Jetzt hat sich Breakout Basel richtig in Basel etabliert. Also ich war auch schon in einigen Räumen von euch. Wie gross ist euer Team jetzt mittlerweile? Das ist ein bisschen immer im Wechsel. Also wir haben schon Zeiten gehabt, da haben wir ein Team von fast 30 gehabt. In der Zwischenzeit sind wir eher wieder näher an 20. Das wechselt sich aufgrund von den Gegebenheiten, die wir haben, von den Locations, die wir haben, von den Einsatzplänen und natürlich auch von den Mitarbeitern selber, die dann zum Teil auch weiterziehen oder wieder zurückkommen. Ihr beschäftigt ja auch viele Studenten und Studentinnen, oder? Das ist richtig. Ich empfinde es als ganz, ganz wichtig, dass auch junge Leute in Kontakt kommen mit Gästen und so eigentlich die Scheuch zu den Mitmenschen ein bisschen verlieren. Und es ist natürlich etwas Fantastisches, einer Gruppe zuzuschauen, wenn man lernt so sehr, sehr viel, wie funktioniert eigentlich ein gutes Teamleben. Und das können mitzugeben, den Jungen, das ist ein Privileg.